Alles ist perfekt geplant heute. Es läuft echt wie am Schnürchen eigentlich, außer am Anfang kurz. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hitman Absolution. Ich werde jetzt einfach mal da weiterspielen, wo wir aufgehört haben und nicht... Wow, wow, wow. Und nicht wieder gleich irgendwie versuchen, mich zu verpissen. Frage ist jetzt, ob wir den jetzt einfach umnieten sollen. Dann haben wir was zu werfen, ja. Hattest du nicht gemerkt? What the? Wieso merken wir sowas nicht? Komm schon. Gut. Ist jetzt natürlich wieder nicht so Hitman-Style gewesen hier, diese letzte Ding. Aber ich schleppe die jetzt einfach mal hier auf die Treppe. Damit sie nicht ganz so schnell gesehen werden. Ich hoffe, das funktioniert. Aber die bleiben hier auch gut liegen. Alter, also wie so mehlsäckisch. Scheiße. Ja, scheiße. Na super. Okay, der hat keine Ahnung, wer ich bin. Jetzt gehen wir mal dahin und speichern. What the fuck? Ist hier eben so explodiert? Oh. 1986. Serum? Wow, okay. Ihr könnt sie unten lesen. Sicherheitscode, das wollen wir haben. Das wollen wir haben. Okay, jetzt gehen wir da nochmal hoch. So. Nee, ich hatte gehofft, dass wir irgendwie in dem Aufnahmedings erst irgendwie einen Hinweis drauf finden, aber so. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Gut. Ja, okay, was bringt mir das jetzt? Habe ich das ausgeschaltet? Ist da hinten irgendwas? Das bringt mir wahrscheinlich sowas von gar nichts weiter. Nee. So ein Kack. Wieso mache ich sowas? Na okay, vielleicht könnte man da hinten irgendjemanden reinlocken und dann das wieder anmachen, aber so, pff, keine Ahnung. Naja. Wir wollen ja hier irgendwie keine Möglichkeit auslassen, irgendwas zu erforschen oder zu finden. Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass ich an diesen Wache, das ist nur eine. Ja, okay, das war kein Problem. So, das ist jetzt schon wieder eher ein Problem. Und der bewegt sich jetzt. Wo geht der hin? Gucken wir mal hier so ein bisschen zu. Zur sicheren Entfernung. Spritze, ja, das klingt doch auf jeden Fall gut. Okay, hier sind wir auch erstmal safe. Er läuft doch ganz gut, finde ich, bis jetzt. Die sind aber auch hier ganz schön sehr vorsichtig, ja. Das ist echt klasse heute mit meinem Deutsch. Okay, ich lass die mal da hinten ein bisschen ausreden. Sorensohn. Ah ja. Okay. ND, was ist ND? Verstehe ich, fehlt hier vorne ein U, oder? Okay, jetzt haben die auf jeden Fall fertig geredet. Das wollte ich nämlich bewirken.
Jetzt haben die sich nämlich ein bisschen anders formiert und jetzt kann ich hier auch wirklich ungesehen da durchkommen. Oh Gott. Okay. Gut. Roboterarm aktivieren. Jetzt verstecke ich mich hier hinten. Wer hört es? Okay, nur die. Das passt, aber dann stellen die sich nämlich so hin, dass ich da durchgehen kann. Das ist ja auch perfekt. Alles ist perfekt geplant heute. Es läuft echt wie am Schnürchen eigentlich, außer am Anfang kurz. Belüftung ausschalten, das klingt auch nochmal cool. Gut. Das haben wir also auch schön geschafft, finde ich. Alter, jetzt komm schon. Sehr schön. Komm schon, beeil dich, Junge. 30 Sekunden. Ich weiß nicht, wie viel noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Beeil dich ein bisschen. Beeil dich. Komm schon. Fuck, komm schon. Jetzt. Ich will nicht, dass sie sich umdrehen und mich sehen. Komm schon. Ja, misstrauisch. Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Komm schon. Okay, die laufen alle in die andere Richtung. Das passt doch. Okay, da kommt. Nee, die sind alle weg. Alter, Mann. Alter Scheiß, die waren dann. Ach, Herr Jemini, Alter, was war das denn jetzt Geiles? Kann man irgendwas machen? Nee. Junge, Junge. Okay. Was das denn Geiles? Okay, jetzt kann man da irgendwas machen. Sabotage, das klingt doch gut. Okay. Okay. Ich glaube, das reicht mir schon so weit, um ein bisschen mehr von dieser Story zu erfahren. Sorry, wenn ihr euch das jetzt noch bis zum Ende anhören wolltet, aber ich glaube, das reicht uns erstmal. So an Erfahrung. Wow, okay. Nächste. Sehr schön. Wow, dann haben wir doch mal. Oh, wow. Also okay, außer Dekontamination haben wir eigentlich ganz gute Punktzahl geschafft. Ich weiß nicht, was da los war. Keine Ahnung mehr. Ja, hätte man natürlich wieder. Wie immer. Oh, da haben wir was irgendwie geschafft. Ground Zero. Okay. Ja, ich finde, wir haben diesmal ziemlich viele Sachen ausgenutzt. Okay.
Also das, dieser Muskelprotz da, dieser Sanchez, der hat ja einen ganz schön auf den Nüssen, der Kerl. Betrete, nee. Wow, okay, da sind ganz schön viele. Mal gucken, ob wir da einfach so, glaube ich aber nicht. Genau, Schlüsselkarte. Wow, da liegt irgendjemand. Was ist das denn? Okay, keine Ahnung, was der da rumchillt. Okay. Oh, Alter, Mann. Verkackte Scheiße, wie knapp war das denn? Okay. Okay. Also diese andere Kämpfer, die müssen wir jetzt irgendwie finden, oder keine Ahnung. Betreten, nein. Junge, kannst du dich nicht in die andere Richtung bewegen? Nee, okay. Okay, müssen wir nur gucken, dass uns da keiner irgendwie zwischendrin sieht. Okay, hier ist irgendwas. Okay, hier patrouillieren aber auch welche irgendwie. Wow. Das meine ich. Nein, du kommst jetzt nicht hier rein, Junge. So ist brav. Was untersuchst du dir, Boden, Junge? Alter, okay. Das war jetzt doch ein bisschen zu offensichtlich, wenn ich da direkt vor der Nase von dem Typen hin und her springe. Naja, hätte ja klappen können. Okay, wieder so eine knappe Kiste hier. Okay, diesmal mache ich das einfach so. Boah. Ich lasse den erst gar keine Chance, hier irgendwie groß rumzuschnüffeln. Okay. Das wäre geschafft. Hier ist keiner. Aber hier sind viele Sachen, die man. Oh, oben ist ein. Ne, das ist eine Puppe. Alter, hier über diese Puppen, die nerven mich irgendwie. Hier ist nur wieder eine Kiste, wo wir reinsteigen können. Okay, und hier sind wir schon wieder ganz hinten von diesem Lager aus. Oh, okay, da hinten ist einer. Den sollten wir aber eigentlich fertig machen können. Okay, da hat uns echt gar keiner gesehen. Das war ja schon mal okay. Das war nicht okay, das war super. Die Frage ist, ob wir den jetzt fertig machen sollen oder nicht. Ich bin ja dafür. Mal so gucken, wie der da steht. Okay. Gut. Aber hier ist eine. Was ist das? Beweis. Beweis ist gut. Aber okay, da vorne ist sogar eine Kiste. Verkleiden wir uns nochmal als der. Damit wir nachher nicht noch irgendwelche Probleme bekommen. Schleppen wir den mal. Okay. Gut. Hangar des Patrioten. Ja, wo ist denn dieser Patriot? Wollen wir den killen und uns vielleicht, wenn es geht, seine Kleidung schnappen? Das wäre doch geil. Oh, wow, 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 wow. What the fuck? Was macht der Typ jetzt da? Okay, das sieht aber auch aus wie ein ganz normaler Typi hier. Da liegt irgendwas. Da liegt irgendwas, Junge. Okay. Alter, wie knapp das hier gerade überall ist. Wow. Verdammte Scheiße. Und da hinten ist der andere. Alter, wieso leckt das gerade so ein bisschen? Wow. Voll in the face. In your face. Okay, schnell weg. Alter, bin ich gerade glücklich, Mann, dass es hier kein anderer gesehen hat. Alter, wieso leckt es gerade so? Ja, jetzt geht's wieder. Uiuiui. Ui, ui. Oh, habt ihr das gesehen, Alter, wie knapp das war? Der war schon kurz davor, Hilfe zu rufen. Uiuiui. Ui, ui. Krasse Scheiß. Krasser Scheiß. Jetzt muss ich aufpassen, dass
der Typ mich da hinten nicht entdeckt. Der nervt mich jetzt echt da hinten. Soll ich's wagen? Weil wenn ich verschiele, dann bin ich echt im Arsch. Der sieht mich schon nicht, oder? Auf die okay, der geht wieder weg. Oh nee, gerade in diesem Augenblick ist mein Timer abgelaufen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall noch ein Part auf. Wow, what the fuck ist das? Okay, keine Ahnung. Auftrag machen wir jetzt gerade nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, ich nehme jetzt auf jeden Fall noch ein Part auf, weil ich wissen will, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, euch geht's genauso. Wir sehen uns gleich wieder und Servus.